Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cataclysm Dark Days Ahead. So, wir haben im letzten Part doch einiges jetzt hier zusammengeradüstert und auch festgestellt, dass einiges nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, leider. Daher müssen wir jetzt mal langsam uns daran machen und... Bis? Okay, hier, so. Ne. Langsam mal daran machen und zu überlegen, was als nächstes der Fall wird. Und ja, warum geht ihr jetzt plötzlich immer nach rechts? Ich weiß es nicht. Ich will es jetzt auch gar nicht wissen. Gut, auf jeden Fall, wir werden jetzt hier langsam, zwar noch nicht instant, oder beziehungsweise es kann nur sein, dass wir uns noch ein bisschen Zeit in der Richtung lassen, werden wir jetzt einfach mal das Labor leeren und auch uns langsam davon wegbegeben. Wir waren jetzt lang genug hier. Und ja, ich bin jetzt gerade dabei, im Prinzip nichts anderes zu machen, als das Zeug jetzt in mein Inventar zu stopfen, nach oben zu gehen und es wieder fallen zu lassen. So, hier. Und ja, dabei gibt es ja noch einige Sachen, die man einfach mal so bequatschen kann in Bezug auf zukünftige Sachen hier. Weil wir hatten ja in den letzten Parts schon öfters mal gesagt, hey Dude, es wäre schon langsam Zeit, sich zu entscheiden, was wir als nächstes tun. Und da habe ich ja euch um Hilfe gebeten, beziehungsweise um inspirativen Einwurf, der möglicherweise nicht zum inspirativen Auswurf ausgleitet, sage ich jetzt mal so. Ja, daher habe ich euch mal gefragt, was hältet ihr eigentlich davon, wenn wir einfach mal so ein bisschen was in PC-Richtung machen? Allerdings habt ihr ja auch eine Meinung und ich respektiere diese genauso und ihr schaut es ja an. Also wäre es ja natürlich auch sinnvoll, wenn ihr da mitentscheidet, was wir als nächstes tun. Und wenn da eben die Möglichkeit besteht, dass ihr halt einfach sagt, hey Dude, ich weiß da was, das wäre vielleicht interessant, dann könnten wir das mal uns antun. Und ja, wie gesagt, schreibt mir sowas in die Kommentare. Ich werde dafür jetzt die nächsten paar Tage etwas öfter Werbung machen, beziehungsweise die nächsten paar Parts, weil halt einfach ihr halt eben auch mitwirken könnt und das sollte auch so sein. Und ja, wenn ihr was wisst, sagt Bescheid und dann werden wir uns das mal antun. Und ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wie wir hier ganze Material wieder nach oben kriegen, weil es ist jetzt, ich muss jetzt hier gerade ein bisschen die Zeit überbrücken mit stumpfem Gelaber. Was jetzt aber glücklicherweise nicht ganz so lange gedauert hat, wie ich erwartet habe. Vor allem, wir kriegen jetzt doch relativ viel Zeug nach oben auf einmal. Und ja, wie gesagt, es ist halt einfach für euch die Möglichkeit, hier jetzt euren Einwurf zu machen und zu sagen, hey, hier, ich hatte eine Idee, probieren wir es aus. Dann hat gesagt, jo, können wir mal. Wäre jetzt nicht allzu schlecht. Gut. Dann werde ich jetzt hier noch ein bisschen das Zeug hin und her schieben. Was jetzt eigentlich auch gleich erledigt sein dürfte. Also ich finde ja die Idee, dass wir da uns so ein kleines Shopping-Cart basteln, war mehr als super. Also hat uns doch einiges an Zeit gespart von nervigen Hin- und Hergelaufen, weil das Zeug, stell dir mal vor, wir hätten das durch den kompletten Gebäude schleppen müssen, mit nur ein bisschen Inventar. Hätten wir uns im Prinzip eigentlich nackig ausziehen können und hätten dann noch irgendwie versuchen, was zu schleppen. So Sklavenarbeitermäßig. Also da hätte sich die Ed schon ziemlich selber zum Sklaven gemacht. Nur damit das Zeug von A nach B kommt. Immer dieses Loot. Macht so viel Ärger und Anstrengung. Jeder will's haben, aber keiner will dafür arbeiten. Ah, ehrlich. Wie heißt es so schön? Arbeite nicht viel, arbeite effizient. Naja, das darf ich jetzt hier auf diesem Kanal nicht so laut sagen. Ah, ehrlich. Gut, wir haben das Zeug alles da. Dann werde ich das auch gleich mal verstauen. So, dann kommt es hier hin und dann alles mal rin in die Kanüle. Ist schon voll. Wahnsinn. Gut, aber dann nehmen wir das hier in unser Inventar noch auf, weil das können wir auf jeden Fall noch. So, Inventory. Kommt alles wieder rein. Gut, dann liegt nicht gar so viel Zeug rum. Gut, der heutige Part wird eigentlich hauptsächlich damit ablaufen, dass wir uns eben... das ganze Zeug hier irgendwie einlagern. Eigentlich nur runterbringen. Und ja. So. Und dann versuchen halt einfach schon mal eine grobe Richtung einzuschlagen. Die muss noch nicht immer unbedingt etwas fix sein.
Ich kann auch immer sagen, ja, wir könnten eigentlich zurück nach Hause fahren. Weil das wäre eigentlich auch etwas, was schon seit langem nötig wäre. Weil unser, ja, hier schaut euch das mal an, wie voll das Auto immer wird. Und vor allem in so viel Zeug. Ja, schaut, ist das nächste schon wieder voll. Also, es wäre schon langsam sinnvoll, einfach mal was in der Richtung anzustreben. Ja, und das wäre halt jetzt so einer der Pünktchen, die man hier so ansprechen könnte. So, machen wir hier mal ein bisschen weiter. Ich weiß, das ist alles nicht ordnet, aber my you know, ne? Meine Ordnung mittlerweile hier in diesem Auto. Es ist halt einfach so voll. Wie gesagt, ein Grund, warum man nach Hause fahren sollte und das ganze Zeug mal aussortieren sollte. So. Und jetzt noch den letzten Kram mit hineinpacken. Ganzen CBMs, das Werkzeug. Ein bisschen Kleinkrusch noch. Jo. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das wäre auch eine Methode, die wir, also eine Sache, die wir als nächstes angehen könnten. Einfach mal unser Auto wieder leeren, weil es wäre schon langsam sinnvoll. So, hier ganz unten hier hinein. Gucken wir mal, was wir schon reintun können. Wir hätten sogar einen Teleporter. Auch geil. Vor allem, ich habe jetzt exakt auch keine wirkliche Ahnung mehr, was wir alles überhaupt haben. Wir könnten uns auch irgendwann einmal mal überlegen, nicht vielleicht doch mal etwas in den Basenbau zu investieren und da uns mal was anzutun. Aber wer weiß, ob das Sinn macht, ob das nicht Sinn macht, ob das Interesse hat oder ob wir da überhaupt so lange leben, weil ihr scheint dieses Let's Play doch zu mögen. Oh man, ich mag's auch. Sonst würde ich es ja nicht tun, ne? Ja. Diese ganzen Let's Player, die so vernutten. Oh Mensch. Aber gut. Ja, wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit hier was. Ich mache jetzt hier durchgängig Werbung, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja gut. Anderes Thema, wenn es dann wirklich weiter sein soll im Thema. Was könnten wir machen, um durch solche Türen durchzukommen? Weil das ist nach wie vor ein Thema. Gibt es hier noch irgendwo anders etwas, wo man was reintun kann? Hier vielleicht? Ja, kann man. Also wie gesagt, ein Mini-Nuke, glaube ich, wäre etwas overdosed. Aber eine Möglichkeit. Bis zum... Ja? Gut, hier. Sag bloß, ich muss jetzt... Okay, ach, schön. Also, Mini-Nuke... Möglich. Und nicht. Ich sag mal so, die Pipe-Bombs und den ganzen Kram, der hat ja nicht wirklich viel gebracht. Weil, ist hier vielleicht noch ein bisschen Platz? Ja, ein bisschen. Moment, halt, stopp, mal in falsche Richtung. So, gut. Hier ist leer, denn den Einkaufswagen lasse ich hier mal liegen, weil der wird hier wahrscheinlich am ehesten nochmal wieder gebraucht. Wir sind sehr durstig, sehr hungrig und wir müssen unbedingt was dagegen tun. Ah, nee, close. So. Durstig können wir sofort was dagegen tun. So, hungrig müssen wir uns erst was machen. Und ich belasse mal uns interne Stromsystem anstatt dessen des Autos. Ich möchte mal gucken, wie viel Strom hat's. Knapp 60%, aber gut, wir haben letztens auch eine Storage Battery, ein, zwei Storage Batteries installiert, dass dies jetzt ein bisschen weniger ist als sonst. Ist klar. So, ich muss mal kurz umsetzen. Jetzt kochen wir uns noch etwas, weil wir sind nämlich hungrig. Und jetzt würde ich mir überlegen, in welche Richtung wir eigentlich mal so gehen würden. Ja, wir könnten eigentlich wieder in Richtung. Wir müssten eigentlich mal wieder was zum Essen besorgen und sowas Gescheites. Fleisch oder sowas. Weil wir haben hier eigentlich eher. Ja, wir sind jetzt hier eigentlich schon seit langem in diesem. Ja, wir müssten wirklich das Auto mal ausladen. Dazu braucht man aber eine gescheite Basis. Weil ich bin so langsam der Meinung, dass ja die Basis, die wir am Anfang des Spiels uns auserkoren haben, dass die jetzt nicht mehr wirklich so dass das Geile vom Gelben vom Ei ist, wie man so schön sagt, und auch nicht so sinnig für uns mehr ist. Daher, machen wir uns ein bisschen Cooked Rice, weil wir haben es ja gerade. Machen wir jetzt ein Stück, wir sind ganz schön hungrig. Hotplate, wie internal nehmen wir jetzt mal. Gut. Dann Eating. A Chocolate Bar. Cooked Rice.
Gut, Rice. Wir machen jetzt die Lampe wieder aus. Und gehen jetzt mal in die Haie. Dabei können wir mal darüber sprechen, ob es nicht Sinn macht, uns tatsächlich mal ein bisschen was zu bauen. Was ich ja geil finde, was ich letztens überhaupt auf Steam gesehen habe, nur so nebenher, weil wir gerade vom Basenbau sprechen. Kennt einer von euch Unreal World? Also nicht Unreal, so wie diese Ego-Shooter-Base-Geschichte da, dieser ganze klassische auf der gleichnamigen Engine, sondern Unreal World. Das ist so ein Dwarf Fortress, ähnlich wie Cataclysm-Style hier, bloß im Wikinger-Setting. Hat auch was. Also, das kann ich nur empfehlen. Ich habe das jetzt letztens gesehen, dass es jetzt endlich auf Steam ist, weil vorher war das jahrzehntelang in irgendeiner eigenartigen Internetseite, die der Entwickler selber zusammengeklamüstert hat, war ganz interessant. Und es gibt auch ein paar Leute, die das noch Let's Played haben und es ist eine ganz nette Sache. Aber ich habe damit halt noch null Erfahrung damit. Also es ist, naja, wäre mal interessant, mal so für euch so nebenher. Gut, aber nach wie vor eine Frage. Sollten wir wirklich wieder zurück in die Stadt gehen zu unserer Base? Also einen Vorteil, den unsere Base nun mal hat, und zwar unausgesprochen, ist, sie ist in der Nähe von dem Wald, sie ist in der Nähe von der Stadt. Sie ist umkreist sogar von der Stadt. Das heißt, dort ist schon mal alles wichtig, und zwar eine große Stadt, da ist alles Wichtige auf einen Haufen. Es wäre jetzt auch im Allgemeinen, ja, eigentlich ziemlich alles Interessante in der Nähe. Also, diese Startposition ist wirklich mehr als geil. Währenddessen die anderen hier doch eher relativ weit ab vom Schuss sind. Also, das hier, allein die, wir haben in den letzten Parts diese zwei Städte ziemlich ausgeräubert. Da ist ziemlich, ja, da ist nicht mehr viel zu holen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Sinn macht, also eine große Stadt in der Nähe zu haben, ist insofern sinnvoll, weil es halt einfach uns die Möglichkeit gibt, wirklich so viel abzugrasen. Die Ressourcen, die halt zur Verfügung stehen, ist deutlich mehr. Und selbst jetzt, wo wir hier schon seit Anfang des Spiels in dieser Position sitzen, haben wir ehrlich gesagt noch nicht besonders viel von dieser Stadt gesehen. Jetzt stellt euch mal vor, wir sind gerade mal so hier an dem Rand gekommen und wirklich etwas getan haben wir nur in diesem Bereich hier. Also von dieser Stadt, weil es halt einfach so starke Monster gibt und den ganzen Kram. Es wäre also doch noch interessant, Teile von der Stadt zu erkunden. Dass es natürlich nicht so geil ist, wie ein Labor ist, also dass es hier kein Labor in der Stadt gibt, das ist nun mal klar, aber es ist auch ein großes Ding, das Labor. Veterinary Clinic, was haben wir hier noch alles? Fast Food Restaurants, eine Fire Station, was haben wir hier? Zwei Gun Stores nebeneinander, Military Surpuls, whatever. Auf jeden Fall. Music Store, hier wären viele interessante Sachen, die es noch zu erkunden gibt. Einfach mal so die Stadt selbst. Weil mittlerweile haben wir im Städtekampf doch ein bisschen Erfahrung. Und so ein weiterer Ausflug in den Gun Store wäre jetzt nicht ganz uninteressant. Also wieder zurück in die Basis gehen und unsere große Reise, die wir hier gemacht hätten, auch mal wieder stehen zu lassen, wäre auch mal ein Punkt, den wir anzusprechen könnten. Also, wie gesagt, es gibt hier noch viele Möglichkeiten, die interessant wären. Oder was für eine Zweitbasis, müssten wir uns auch noch irgendwo einen Platz finden. Falls irgendwie das für uns von Interesse wäre, ist auch noch so eine Sache. Das hier, weil hier fängt der jetzt hinten, sagt der Forest an. Hier fängt der Forest wieder an und das hier sieht ja auch wieder so nach labormäßig aus. Das heißt, es wäre auch gar nicht so weit weg. Also, wie gesagt, wenn das jetzt nicht hier unbedingt riesen fette Stadt ist, die sich mit der dann langsam verschmilzt und so weiter, halte ich das für relativ. Also, naja. So, also es wäre nach meiner Meinung langsam sinnvoll, mal wieder nach Hause zu fahren. Ich glaube, wir müssten so oder so einfach mal nach Hause fahren, weil halt einfach unser Auto rammelvoll ist. Und das muss halt unbedingt mal aussortiert werden. Das könnten wir demnächst mal tun. Das wäre eine Möglichkeit. Eine. Police Station. Das ist das S hier oben, wahrscheinlich eine Subway Station oder irgendwas in der Richtung. Komm, lade schneller. Lad! Lad! Ich weiß, es ist viel zu laden. Gut, ja, Subway Station. Ja, ich stelle dir halt bloß die Frage, ob die Subway Stations untereinander auch vernetzt sind. Und was ist hier in dem Bereich? Wäre ja auch interessant. Ich hoffe, dass ihr vorhin meine Maus gesehen habt. Also, normalerweise wird sie ja angezeigt.
Weil sonst hätte einige von diesen Sachen, die ich vorhin gezeigt habe, nicht besonders viel Sinn gemacht. Gut, aber ich glaube, wir bewegen uns vorerst, bis ich eine Entscheidung getroffen habe, oder bis wir eine Entscheidung getroffen haben, bewegen uns Richtung Heimat, würde ich, glaube ich, sagen. Ich halte das für sinnvoll. Wie sieht es eigentlich mit dem Autostrom aus? 60%. Und wir könnten eigentlich jetzt langsam mal wieder losfahren. Was hält ihr davon? Wieder zurück in die Heimat. Könnten wir machen. Gut, ich werde jetzt auf erstens einfach mal ein bisschen, ja, ich werde nach Hause fahren und dabei entscheiden wir uns halt, ob wir noch irgendwie Ambitionen in irgendwelche anderen Richtungen haben. So, und das weißt du, worauf ich mich überhaupt nicht freue. Den Wagen leerräumen. Holy crap, haben wir Scheiße dabei. In Unmassen. Holy damn. Erstmal schauen, wie muss ich überhaupt fahren? Ich muss im Prinzip eigentlich straight durch die Stadt und dann bei der nächsten Kreuzung in eine Fahrtrichtung links. Oh Mann, ich sehe es jetzt schon kommen. Ich muss mal wieder etwas langsamer fahren. Schon wieder der Bär. Sag mal, ich hab dich doch umgelegt. Ach, du Scheiß auf dich. Ich habe jetzt keinen Nerv auf dich. Absolut nicht, nee. Ja. Ah, halt, stopp, da sehe ich doch was. Etwas, was mich interessiert. Machen wir hier mal kurze Pause. Bleib stehen, Auto. Halt, stopp, nicht fahren. So, stehen bleiben. Stop driving. So. Ich muss den Kühlschrank auch mal umstellen. Oh, ich will gar nicht wissen, wie das Essen zu Hause ist. Ich hoffe, ich habe alles weggeräumt. Oh. Batteries, Last Fire Extinguisher, Flashlight, nehmen wir mal. Da ist eine Roadmap. Money Bundle. Bundle of holding many $20 bills. Pretty useless now, though. Ja, halte ich für sinnvoll, für eine Aussage. Cigarettes, Aspirin. In einem Liquor-Store Aspirin. Ha. Tabak, Zombie-Cop. Wo siehst du hier einen Zombie-Cop? Da oben. Der interessiert mich jetzt so gar nicht. Wo ist das hier? Herbstflower. Ja gut, das ist alles Alkohol, da ist jetzt nicht für uns interessant, aber die Roadmap war für mich interessant. So, close mal die Door. Drive mal wieder weiter. Ich weiß, dass ich hier vorher noch die Roadmap lesen sollte. Aber da ist halt, wie gesagt, dieser Herr Zombie-Officer. Der braucht noch einen, wie soll man sagen, Unterricht im Fahrstil. In meinem Fahrstil. So. Fahren wir mal ein bisschen schneller. Okay. Ah, bremsen. Ja. Das war wieder intelligent. Aber der Zombie ist tot. Bin mir ziemlich sicher. So. Stop driving. Wir müssen den Zombie zerlegen. Ich will nicht, dass er wiederkommt. So. Weil er ist schon mal wiedergekommen. So wie es aussieht. Gut. Dann hatten wir das erledigt. Gut, dass wir den Store schon leergeräumt haben. Dann würde ich sagen, fahren wir weiter. Ah, halt, stopp. Wir fahren in die verkehrte Richtung. Kann das sein? Jo. Fahren wir wieder nach vorne. So, und jetzt hier einfach weiterfahren. Wenn nichts im Weg stehen würde. Ich muss unbedingt wieder fahren üben. Ah. Gut. Und. Jo, du das. Ach nö. Versperrt mir doch nicht den Weg. So, und. Ja, gut. Passt. Gut, jetzt war es, glaube ich, hier in Fahrtrichtung links, gell? Ne? So, das Moose kann mir da mal gestohlen bleiben. Überall diese Fungual-Zombie-Viecher oder diese Fungi-Viecher. Ah, seltsames Gedöns. Ja, hier ist noch so eine Polle. Nehmen wir mal mit, falls die umfahrbar ist. Nicht wirklich. Hier nehmen wir mal so ein paar Viecher mit. Wobei, das könnte Abendessen sein. Abendessen! Moment, Rückwärtsgang. Da ist noch so ein Fungi. Jupp.
Das war ein Fungi. So, wieder nach vorne. Hat sich dieses Katzengedönster, dieser Kaga oder was auch immer das ist, hat sich gerade das einen Hund gekrallt? Das war mein Abendessen. Du Drecksbiest. Das kann er doch nicht zulassen. Was ist das hier eigentlich genau gewesen? Fungoid Corps, die müssen wir batschen. Damit es garantiert nicht wiederkommt. Plant Pfeifer, nehmen wir mit. Fluid Sack. Tatsächlich essbar das Zeug. Aha. Nehmen wir mal mit. Wer weiß, wofür man es brauchen kann. Gut. Butcher it. Was haben wir hier? Chunk of Meat. Ah, verdammt. Lass. Wir tun es gleich in den Kühlschrank. Gleich in den Kühlschrank. Inventory. Chunk of Meat. Cooked Rice tun wir da auch gleich mal rein. Oder bei den können wir eigentlich... Den lassen wir draußen. Oder nee, ich müsste erstmal was transportieren. Dann tue ich mir das ganze andere Zeug da mal rein. Dann das Flashlight tue ich jetzt auch mal rein. Und eine Granate. Weiß eh, ist wurscht. Eine Granate im Kühlschrank. Hätte was. Hey, was hast du in deinem Kühlschrank? Oh, eine Granate. Kann man die essen? Hm, schmeckt interessant. Oha. Da ist so ein Bärgeviech wieder. Da war so ein Bärgeviech wieder. Gut, butchern. Was steht da eigentlich? You harvest? Okay, ich harvest den ganzen Zeug. Okay, das. Ich dachte, da ist irgendwie wieder so ein... Oh, die Seen, die muss ich mitnehmen. Ich dachte jetzt schon wieder, irgend so ein Angriff gedönst. Fluid Sack. Dass die überhaupt Edge schmecken. Überraschend, dass die das überhaupt probiert. Probieren wir es mal. Weil, ne? Fluid Sex. You eat Fluid Sex. Scheint ihr zu bekommen? Fragezeichen. Und so weiter. So, hier. Oh. Tainted. Oh. Das war Tainted Fleisch. Okay. Mhm. Das war so ein Tainted Viech. Genau, das eine Viech hat sich ja dieser Schakalgedöns da gekrallt. Ah, das ist, das Fleisch liegt zu nah bei den Pilzen. Das lasse ich lieber mal. Rein aus Vorsicht. Wer weiß, was da wirklich noch alles so mit angehen kann. Mit dem Fleisch. Plant Fiber legen wir da auch mal rein. Wer weiß, ob das tatsächlich verschimmelt. Die Sehnen, Stomach, Fluid Sack und das ganze Fett und Fleisch. Tun wir da mal rein. Gut. Langsam geht mir das ganze Geschwafel auf die Stimme. Gut, aber das war schon wieder für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns im nächsten, wenn es heißt Let's Go Home in Cataclysm Dark Days Ahead, Part 139. Fuck, wir sind schon wieder soweit. Für die Gott.